Die gewohnte Ordnung auf dem Berg der Macht liegt in Trümmern. Dafür ist Kyrin verantwortlich, die Magierin, die die Ströme der Macht gewendet und die Magie aus der Welt verbannt hat. Sie hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Sie ist schwer verletzt und es ist fraglich, ob sie jemals wieder erwachen wird. So ganz ist die Magie allerdings nicht aus der Welt. Die Imagolems, die die Kraft aus den Seelen ziehen, die in diesen Steinkörpern leben, die sind immer noch aktiv. Und überhaupt, in den Trümmern regt sich noch viel. Die tiefen Häuser haben noch eine große Anziehungskraft. Sie haben noch Truppen, denen sie befehlen können. Und Kilun, der neue Graf, der das Erbe von Golar angetreten hat, ist ein bisschen ratlos. Es gibt Zellen von Revolutionären, aber wo verbergen die sich? Was ist ihr Auftrag? Was tun sie? Wie kann man sie unterstützen? Vor allem, was ist das gemeinsame Ziel? Was ist die Vision, die sie verfolgen können? Für Semiri von Schneegrund ist die Vision ganz klar. Sie will alles für ihre große Liebe geben. Sie will mit Brotan gemeinsam leben. Aber wenn man eine Gräfin ist, die über Tausende von Kriegern befehlen kann, die Heere in Marsch setzen kann, dann kann es für viele Menschen ein Unglück sein, wenn man etwas so sehr wünscht, wenn man so sehr liebt, dass man wirklich alles dafür zu geben bereit ist. Ruinen der Macht ist erschienen, der Abschlussband meiner Trilogie Gezeiten der Macht. Ich hoffe, Sie werden Ihre Freude daran haben.